Yo Leute, was geht ab? Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Wochen-Challenges. Leute, endlich ist der Roadtrip-Skin da, Leute. Alle haben so lange drauf gewartet und ich hoffe, ich kann euch helfen mit diesem Video. Deswegen würde ich sagen, als allererstes begrüßen wir unseren Gast, Odoman Piqué. Was geht ab? Bruder, was geht ab? Aber soll ich dir das sagen? Eigentlich gar keinen Bock auf das Video, also ciao. Aber Leute, bevor das wieder anfängt, nehmt euch ein paar Sekunden Zeit, um meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das Ganze noch nicht getan habt. Und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, weil ohne Glocke geht's einfach nicht mehr. Reicht jetzt aber auch mit Werbung, Leute. Hashtag MaveSquad, danke für euren Support. Let's go! Auf jeden Fall, heute gibt's halt nicht so viel zu zeigen, deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal mit der allerersten Aufgabe. Und die allererste Aufgabe ist einfach nur, gehe in die Mitte von verschiedenen Städten halt mit dem Namen, sprich jetzt Lazy Links theoretisch, Loot Lake oder so. Und dann müsst ihr halt da genau in die Mitte gehen und so einen Stern einsammeln. Und ich zeige euch die schnellste Strecke, wie ihr das machen könnt, damit ihr jetzt innerhalb von, keine Ahnung, einem Match wirklich auch schafft, weil ansonsten ist es schon ziemlich schwer, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, zu Tilted geht, dann zu Pleasant oder halt vorher zu Loot Lake oder so. Dauert halt einfach viel zu lange. Und wir fangen bei Loot Lake an, weil hier gibt's halt einen Kart. Könnt direkt einsteigen, Ahmedjan, komm, steh rein, Bruder. Loot Lake, du meinst Lazy Links, Bruder. Lazy Links. Auf jeden Fall müsst ihr einfach hier bei Lazy Links in die Mitte gehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die Mitte ist. Warte, kann man hier fahren? Ja, Bruder, Baba. Und ja, ungefähr hier müsste die Mitte sein, Leute. Einfach hier diesen Stern einsammeln, ins Kart gehen und dann direkt weiterfahren. Ich denke mal, viele werden dieselbe Strecke abfahren, aber wenn ihr schnell seid, gönnt euch auf ein Kart und macht das Ganze. Und sobald ihr von Lazy Links weg seid, seid ihr eigentlich schon safe, weil sonst müssten jetzt nicht so viele Gegner hier sein. Als nächstes müsst ihr einfach hier in Risky Reels reinfahren und ich sehe gerade, es gibt voll viele neue Poster. Ehrlich, Leute, keine Ahnung, wie das Ganze schon hier ist. Aber warte. Halsmaul! Digga, ich hab noch gar nicht gesehen, dass hier einfach Film läuft. What the fuck? Digga, wie geil ist das denn, Alter? Ja. Komm, steig ein. Ey, Leute, ohne Scheiß, ich wusste das noch gar nicht, aber das sieht richtig krass aus. No shit, stabil. Ich glaube, ich gebe mir den Film später mal alleine oder so vielleicht. Vielleicht mit Ahmedjan zusammen hier in dieses Autokino ein bisschen machen würde. Auf jeden Fall, ihr müsst einfach hier irgendwie in die Mitte gehen, Leute. Hier müsste auch einfach dieser Stern sein. Ich denke mal, entweder ist er hier bei dem Haus oder hier in der Mitte irgendwo. Hier. Ja, ich weiß halt nicht, weil die Schrift ein bisschen weiter oben ist. Ne? Die ist jetzt nicht genau hier in Risky Woods. Aber ich denke mal, der sollte schon hier irgendwo sein. Und als nächstes sind wir hier in Railing Woods, Leute. Ihr seht schon, die Strecke geht eigentlich ziemlich viel. Von Lazy Links bis Risky Woods dauert das zwar ein bisschen oder so. Ich glaube, 10 Sekunden oder sowas. Kann man überleben. Und dann halt von Risky Woods zu Railing Woods geht es halt richtig schnell. Und danach könnten wir uns überlegen, entweder zu Tomato zu gehen oder halt zu Lonely Lodge, aber ich hab grad Lodge gesagt. Ich hab grad Lodge gesagt, Junge. Egal, wir rechnen das Ganze noch irgendwie aus, was die schnellste Strecke ist, Leute, damit ihr den besten Weg habt. Und wir sehen schon, hier müsste irgendwo die Mitte sein, also entweder hier oben drauf oder hier unten. Wundert euch nicht, Leute, gerade ist Gamescom, deswegen nehme ich das Ganze im Voraus auf, weil ich kann es halt nicht machen, wenn gerade, keine Ahnung, 14 Uhr, 15 Uhr ist und die Challenges rauskommen, weil da bin ich halt logischerweise wahrscheinlich gerade auf der Gamescom. Deswegen, please don't hate me. Und hier müsste halt irgendwo der Stern sein, Leute. Checkt den auch einfach ab, irgendwie einfach einsammeln. Ich glaube, man muss einfach nur drüber laufen, also ihr müsst ihn gar nicht wirklich einsammeln, also glaube ich zumindest. Und dann könnt ihr eigentlich wieder ins Kart gehen und direkt zur nächsten Stadt. So, und jetzt sind wir auch schon in Lonely, Leute. Also, wir haben gesehen, zu Lonely geht es halt viel schneller als jetzt noch zu Tomato, weil ich glaube, der Way bis dahin ist halt viel zu groß. Vor allem, da gibt es noch diesen Berg. Also, ist halt voll der Umweg. Und zu Lonely geht es halt viel schneller. Deswegen würde ich sagen, hier sind wir in Lonely. Junge, pack deinen scheiß Golfschläger ein. Und dann gucken wir mal, Leute, wo hier die Mitte ist. Und dann müsste das ungefähr hier sein. Also, ich bin mir hier echt nicht sicher, weil es halt ziemlich schwer ist, das in Lonely zu bestimmen. Also, theoretisch müsste hier ungefähr dieser Stern sein, weil ihr seht ja, Leute, da ist halt die Schrift von Lonely Lodge. Und ich weiß nicht genau, wie groß die Stadt ist. Deswegen kann auch sein, dass die Stadt bis da unten hingeht. Aber ich denke mal, wenn die Schrift da ist, dann sollte es ungefähr beim Y sein. Und hier sind wir. Und das Einzige, was irgendwie auffällig ist, ist halt dieses komische Tor. Sprich, der müsste ungefähr hier sein oder halt hier im Weg entlang. Ihr werdet schon finden, Leute. Deswegen würde ich sagen, das sollte eigentlich die schnellste Strecke sein. Wenn ihr eine schnellere Strecke kennt, Leute, schreibt sie mir in die Kommentare. Und vielleicht pinne ich euren Kommentar an oder sowas. Aber ich denke mal, das müsste eigentlich schon die schnellste sein. Natürlich kann man noch irgendwie Rifts mit einbinden. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, falls ihr da irgendwas habt. Und ich würde sagen, wir kommen mal zum Battle Pass Stern. Okay, und für die Schatzkarte müssen wir einfach nur hier hingehen, Leute. Ihr seht schon, wir sind jetzt bei diesem Stein. Hier sind diese ganzen Bäume, die auch abgebildet sind auf der Karte. Und ja, passt auch perfekt mit diesem Stein zusammen. Der hat auch diesen Schnauzer. Ihr müsst einfach nur hier über das die gehen. Also hier ist Tilted, da ist Loot Lake. Und genau hier ist halt der Stein. Dann könnt ihr euch hier ein paar Kisten looten oder so, falls halt hier Leute sein sollten oder so. Die meisten werden wahrscheinlich sowieso hier landen. Und ihr könnt einfach zu den Kisten gehen und dann die Leute killen, die genau hier hingehen werden. Weil, Leute, genau zwischen diesen Bäumen müsste dann auch der Stern sein. Und hierbei bin ich mir gerade nicht wirklich zu 100% sicher. Aber eigentlich sollte es schon genau hier sein. Deswegen geht einfach dahin. Dann müsst ihr es eigentlich schon finden. Ist jetzt nicht so schwer. Und dann würde ich schon sagen, war es auch schon mit dem Video. War jetzt ein ziemlich kurzes Video oder so. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das alles gemacht habt und wie ihr den Roadtrip-Skin findet. Also ich finde den bis jetzt nicht so krass, aber vielleicht kommt ja noch irgendein Update damit, dass man irgendwie die Farben ändern kann. Also ich weiß halt noch nicht, wie der aussieht. Ich weiß jetzt noch nicht, wie er genau funktioniert. Aber ich habe schon einen kleinen Leak gesehen und bis jetzt war ich noch nicht so überzeugt. Aber ist egal, Leute, eure Meinung. Schreibt mir in die Kommentare und schickt auf jeden Fall auch Odoman PK ab. Link dazu ganz oben in der Videobeschreibung. Der macht jetzt auch tausende Videos, Leute. Deswegen checkt ihn unbedingt ab, beziehungsweise klickt einfach mal auf den Hashtag MaveSquad, Leute. Dann kommt ihr zu allen Kanälen von meiner Crew. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Haut da rein. Macht's gut. Peace.